Hola, amigos, aus Burgos im Norden Spaniens. Ja, und ich bin in Plätze, jedenfalls hier jetzt gerade in der Nebensaison. Roger hat gerade den Müll weggebracht. Und Oda freut sich. Vom Stellplatz in die Altstadt mit Grün und parkähnlichem Gelände mit kleinem Fluss. Und hier kann man die Hunde auch freilaufen lassen, wenn sie nicht gerade versuchen, irgendwas zu. Immer noch mitten auf der Teilstrecke zur Innenstadt, zur Altstadt. Hier eine schöne Skulptur auf einem Sockel. Und auf der anderen Seite ist auch eine Inschrift. Voilà. Dieser freundliche ältere Herr zeigt uns, wie wir zur Kathedrale kommen. Nun haben wir einen Fremdenführer gefunden. Wir sind noch etwas unsicher, weil wir eigentlich nach links abbiegen wollten, aber wir folgen ihm. Was für eine wunderschöne Allee hier in Burgos. Alte Platanen. Ja, und hier der erste Cortado in Spanien. Wie ist denn so, Roger? Heiß, süß und heiß, stark. Süß und stark, denn wir haben hier irgendwie nur... Was ist meiner denn? Da, ist noch alles da. Wir haben hier nur 9 Grad und es ist sehr grau. Mal gucken, ob die Stadt ihren Charme enthalten kann bei diesem Wetter. Ja. Das Weihnachtsoutfit ist variiert, auf jeden Fall in Burgos. Krasse Weihnachtstrikot. Ja, und ohne fremde Menschen geht das nicht, aber am Ende der Einkaufsstraße in Burgos hier haben wir unsere Sehenswürdigkeit gefunden. Da ist Roger. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass hier in diesem wunderschönen alten Gemäuer auch noch Autos vorbeifahren. Wir haben echt Schwierigkeiten hier durchzukommen mit den Händen. Ja, der Platz. Eindrucksvoll. Ein riesiges Gebäude. Die Kathedrale Santa Maria von Burgos ist wirklich riesig. Da steht auch noch dran. Schöne Treppe. Und Weihnachtsdekoration schon. Und das ist wirklich ein riesen Mauerwerk. Nochmal eine Kapelle in Burgos und ein bisschen was zum Ausruhen oder fürs Herz hier. Städtische Bank versus Privatstühle. Kopflos in Burgos. Ava hat Durst. Jeder hat auch Durst. Aber Tim traut sich nicht. Traut sich nicht? Nicht interessiert. Oben am Castillo sind wir jetzt einmal um das Castillo rumgegangen. Das hat geschlossen. Und hier kann man kann einmal rumgehen. Und hier stehen uralte Wacholderbäume. Sehr schön.
an einer Seite ein bisschen eng, weil die Straße angrenzt und kein Fußweg ist, aber ja, wenn man nicht rein kann, kann man die alten Mauern von außen besichtigen. Vieles ist abgesperrt, was es hier ein bisschen traurig macht, aber hier gibt es noch einen Springbrunnen und einen Blick über die Stadt. Der Blick über die Stadt mit der Kathedrale, heute leider mit grauem Himmel, aber sonst immer noch wunderschön. Im Centro de Arte Calle de Burgos ist der Eintritt frei, hat noch geöffnet bis 14 Uhr. Empanada. Ist ein bisschen von laut Thun hier. Thun Automato. Si. Ein bisschen laut hier in Burgos. Lecker. Okay. Ich werde meins auch essen jetzt. Nummer 2. Wie schmecken die? Ja, gut. Ist gleich Füllung? Ja, es okay. Gibt nur diese Füllung. Okay. Hier gibt es lauter alte Bauwerke. Brücken. Ja, jetzt haben wir hier unseren Traum-VW-Bus gefunden. Roger, passen wir denn da alle rein? Nee, hast du versucht einzusteigen? Er ist auf jeden Fall... Was? Du hast auch ein Lenkrad. Ich habe auch ein Lenkrad, das will ich sehen. Warte, ich will mein Lenkrad sehen hier drin. Boah, cool! Ja, hier kann man sich auch Klamotten anfertigen lassen. Der letzte Schick hier. Weihnachtsoutfit. Und endlich, nachdem wir uns dreimal verlaufen haben, haben wir ihn gefunden. El Cid. Die Statue El Cid. Ja. Aber ich finde ja, also als Van Dog finde ich ja das hier viel spannender. Ein Grande Perro. Ja, wir sind jetzt hier auf dem Rückweg zum Stellplatz. Also zu Fuß ist es doch eine ziemliche Strecke, aber mit den Hunden am Wasser lang lohnt es sich auf jeden Fall. Hallo Roger, wieder da. Und wie war's? Wie fandst du's? Schön. Anstrengend, aber. Okay. Schöne Stadt. Mhm. Lecker Brot. Und Empanadas.